Location hier im Osten der Stadt. Macht Spaß. Das, was sich hier bündelt, ist schon eine Hausnummer. Ja, es ist der Verband der Berliner Kaufleute und Industriellen und er versammelt Wirtschaftskompetenz und er kümmert sich um soziale Projekte. Das ist eine gute Kombination. Im Namen des gesamten Präsidiums heiße ich Sie alle sehr herzlich willkommen zu unserem diesjährigen Frühherbstfest im Kronprinzenpalais unter den Linden. Vor allen Dingen geht es uns um inhaltliche Schwerpunkte. Zum einen werden wir weiter intensiv den jungen Unternehmern in der Stadt und der Vernetzung zwischen Old Economy und New Economy unser Augenmerk widmen. Und zum anderen, meine Damen und Herren, sehen wir viel Potenzial für Berlin in einer besseren Vernetzung zwischen der Landeshauptstadt Berlin und der Bundeshauptstadt Berlin. Der VBKI hat jedoch nicht nur den Anspruch, die kritische Stimme der freien Wirtschaft in Berlin zu sein, sondern, wie Sie wissen, liegt uns auch das bürgerschaftliche Engagement für das Gemeinwohl der Stadt sehr am Herzen. Ich möchte nun das Wort übergeben an einen Mann, der sich seit über 30 Jahren für Berlin einsetzt und politisch engagiert. Klaus Wowereit, bitte. Lieber Markus Vogt, meine sehr verehrten Damen und Herren, es kann keine Alternative dazu geben, dass wir eine Wirtschaftskraft auch erreichen wollen in dieser Stadt, für diese Stadt, für die Menschen in dieser Stadt, die sich messen lassen kann mit anderen Metropolen in der Welt. Und daran müssen wir noch hart arbeiten. Und das bedeutet eine absolute Prioritätensetzung für die Schaffung von Arbeitsplätzen und auch für Prosperität in der Berliner Wirtschaft. Dafür steht der VBKI und dafür sollte auch die jeweilige Regierung stehen. In dem Sinne, alles Gute und einen schönen Abend. Ich freue mich einfach hier sehr, viele Kontakte zu pflegen und ich werde auch ein Glas Wein trinken und den Abend genießen. Es ist ein großes Netzwerk, auch zwischen Jung und Alt. Das gefällt mir sehr gut. Ich schätze am VBKI, dass die Wirtschaft der Stadt eben heute nicht nur das Fest ausrichtet, sondern wirklich auch Ausbildungsplätze, Arbeitsplätze hier schafft. Und zwar in allen Sparten, von der Industrie eben bis zu den IT-Medien. Großartige Atmosphäre und eine tolle Geschichte, Netzwerk Berlin, man spürt nach wie vor den Aufschwung, man spürt nach wie vor die gute Laune und auch den Willen, was zu bewegen. Der VBKI, ich finde das toll, dass er so viele Unternehmer miteinander zusammenbringt und das ist für mich auch eine tolle Plattform, ich bin jedes Jahr gern dabei.